No. Go. No. Go. Der Fußball-Podcast über Rapid und die Austria. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Stammtisch bei NoGo. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Derby-Special. Wir haben uns hier versammelt im dritten Wiener Gemeindebezirk. Sind 7 Personen, 4 Rapidler und 3 Austrianer. Und wir beginnen mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Und ich sage gleich mal herzlichen Dank nochmal wieder an den Stefan, genau wie das letzte Mal, für die Gastfreundschaft. Und Stefan, bitte fang du an. Und zwar nicht der NoGo-Stefan, sondern der Stefan von der Initiative SCR. Der andere Stefan, grüß euch. Freue mich, dass wir wieder mit mir talkt hier heute. Und ja, ich glaube, wir haben genug zu besprechen. Hallo, servus, ich bin der Roman. Ich hoffe, heute hört man mich besser. Und ich wünsche mir ein tolles Gespräch und einen Sieg am Sonntag. Ja, hallo, ich bin der Erich. Ich bin zum ersten Mal jetzt in der Runde dabei. Und schauen wir mal, was das da für ein nettes Gespräch wird. Bin schon sehr gespannt. Erich ist übrigens auch ein Violetter. Das macht nichts. Man kann nicht perfekt sein. Ja, Alex war das letzte Mal schon dabei. Für die, die es noch nicht gehört haben, beim ersten Mal. Ich bin seit über 30 Jahren im Stadion, Großteil der Zeit im Block West. Ab und zu eine Zeit lang sind wir mal ausgewandert auf die Nord, aber prinzipiell sind wir jetzt wieder im Block West. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, was das heutige Gespräch bringt. Hallo, ich bin der Patrick. Ich war schon das letzte Mal dabei und freue mich auf das Gespräch und hoffe, dass wir am Sonntag endlich mal wieder gewinnen. Genau, und natürlich ist der Stefan wieder mit dabei, as usual, wie in jeder Folge. Und meine Wenigkeit, der Markus, um es nochmal komplett zu machen. Also die Alex ist Rapidlerin, der Patrick ist Rapidler, der Stefan Gammlich ist Rapidler. Dann haben wir auf der Gegenseite, in Anführungszeichen, den Roman, den Erich und den Stefan von NoGo. Und in dieser Runde legen wir los. Genau, das heißt, das Stammtisch-Derby habt ihr mal zahlenmäßig gewonnen. Aber es geht ja um Inhalte in dieser Folge. Und da werde ich wahrscheinlich wieder die Nase vorne haben, weil die Austrianer oft auch mit Kompetenz bestechen, oder? Das wäre aber neu in diesem Podcast. Jeder, der den Podcast kennt, weiß... Mein Mikro geht nicht. Das war ein Schritt. Ne, dann fangen wir an. Also am Sonntag, übermorgen, ist das große Wiener Derby in der Generali Arena. 17 Uhr ist Ankick. Wo werdet ihr um 17 Uhr sein? Das interessiert mich jetzt. Ich fange an. Ja, ich treffe mich mit ein paar Freunden im Long Hall Pub hinterm Rathaus und ich kenne da die Kellner ganz gut und das sind so, ist immer eine gemütliche Stimmung und da wird der Ton auch gescheit aufgedreht. Also das ist so nach dem Stadion für mich dann bei so einem großen Spiel das nächstbeste, dass man halt nicht daheim sitzt, sondern dann ein bisschen Stimmung miterleben kann auch, gell? Ja. Ja, also ich werde wahrscheinlich auf der Couch oder im Bett liegen, weil ich davor einen Lauf habe. Ich auch, aber ich werde im Stadion sein. Also ich werde schauen, dass ich in Stefan nachkomme und dann werden wir schauen. Aber ich werde mir es vom Fernseher anschauen und hoffe natürlich, dass wir gewinnen werden. Ich bin einer der 1600 Glücklichen, der im Gästesektor sein darf und ich bin gespannt, wie es sein wird. Und du bist ja sowieso immer live mit dabei, egal wie, wann und wo. Ja. Jo, diesmal nicht mit dabei. Uns hat das irgendwie, glaube ich, vom letzten Mal mit dem Kessel noch gereicht, wie wir am Kessel vorbei, Gott sei Dank damals vorbeigekommen sind, nicht mittendrin waren. Wir sind auch, also ich kann jetzt für mich und für Markus sprechen, oder Markus wird es nachher selber auch noch sagen wollen, wir werden das zu Hause verbringen und uns daheim hoffentlich eines Sieges erfreuen. Also deine Frau hat entschieden. Na, also nicht nur wegen dem Kessel, auch vom Spiel her, damals hätte man sich eher gewünscht, dass man Kessel gestanden wäre, aber ich glaube, alle, die es jetzt hören und im Kessel waren, werden das natürlich mit Sicherheit bestreiten, weil das war natürlich keinesfalls Leihwand, aber ja, wir sind, wie gesagt, zu Hause auf der Couch vom Fernseher und werden da mitfiebern.
Ja, mein Sohn hat die Woche Geburtstag gehabt und da wird nachgefeiert am Wochenende und deswegen bin ich auch vor dem Fernseher nachher daheim und schauen wir das dort an und drück da die Daumen. Genau, und ich bin auf der Osterbühne im Stadion und werde den Patrick winken. Vielleicht sehen wir uns ja. Und dann werden die Ultras sagen, hörst, wen winkst du da? Aber prinzipiell, hat jeder hier in der Runde hätte ein Abo für die Heimspiele? Nein. Nein? Okay. Doch. Ja, 5-2 dann, oder was? Ja. Ja, okay. Seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ja. Aber das ist so auch. Viel zu vielen Jahren. Wenn man die letzten Saisonen der Austria hernimmt, dann ist das ja, ich meine, heuer haben wir einen Zuschauerrekord und eigentlich einen Schnitt über 10.000, aber so jetzt da ein 1 aus 3 im Stadion wäre so der typische Austria-Fanschnitt, sage ich mal. Wobei jetzt bei diesem Match ist er wirklich mal ausverkauft. Das erste Mal, ja. Die Hütte voll. Und da würde mich natürlich interessieren, was sagt man dazu? Volles Haus, obwohl es ja wieder keinen freien Verkauf gab bei der Austria. Genau. Ja, dann fangen wir gleich dazu an, weil ich glaube, das ist eigentlich einer der heißesten Themen dieses Derbys, warum man sich da immer so querstellt, von Favoritensicht vielleicht die ein oder andere Karte mehr Rapidlern zu verkaufen. Diesmal verstehe ich es, wenn die Hütte wirklich voll ist, wenn man es schafft mit den eigenen Leuten, finde ich es legitim. Aber dann beim letzten Mal siehst du dann immer sehr, sehr viele leere Plätze und ich finde es schade beim Spiel der Spiele in Österreich, was es trotz allem immer noch ist, wenn auch nur ein Platz frei bleibt. Und da sollte man dann schon auch schauen, wie man diesem großen Event des Derbys dann auch gerecht wird mit einem vollen Haus. Ja. Ja, prinzipiell ist es ja nachvollziehbar. Jeder weiß, wenn Rapid-Fans im Stadion sind, dass aus einem Heimspiel schnell mal ein Auswärtsspiel werden kann. Ist dahingehend nachvollziehbar. Ich bin ganz bei dir. Prinzipiell ist volle Hütte mit eigenen Fans immer zu bevorzugen und jetzt haben sie es geschafft dieses Mal. Die Diskussionen wären da gewesen wieder oder viel größer noch gewesen, wäre das wieder nicht gelungen. Ihr habt es jetzt aber geschafft. Was mich fast ein bisschen wundert, aufgrund des Absegens vom Manni Schmidt, dachte ich eigentlich, dass die Fans da auch irgendwo vielleicht ein bisschen angepisster sind und dem deswegen dann auch gar nicht so folgen. Dass dieser Hype jetzt eigentlich trotzdem da ist, war für mich eigentlich verwunderlich. Aber ja, umso erfreulicher für euch, dass die Hütte voll ist. Gewinnen werden es dann trotzdem wir. Das sei dahingestellt. Ich möchte dazu sagen, da hast du vollkommen recht. Also ich war auch gespannt, wie die Fans reagieren auf den Rauswurf von Manni Schmidt. Aber ich muss da ein großes Lob an die Austria-Fans aussprechen und ich glaube auch, dass das von der Rapid-Seite mal bestätigt werden kann, weil da kann man wirklich, die können wirklich anscheinend Trainern Mannschaft unterstützen und Vorstand kritisieren, weil der Manni Schmidt wurde sowohl beim ersten Heimspiel als auch beim ersten Auswärtsspiel ausführlich verabschiedet und da wurde nochmal die Message rübergebracht. Aber man hat sich trotzdem dazu entschlossen, die Mannschaft zu unterstützen und das unterstütze ich natürlich auch. Zu der Frage des Verkaufs, das ist jetzt schon seit einigen Derbys so, dass die Karten nicht mehr in den freien Verkauf gehen. Es schaffen trotzdem immer wieder auch Rapid-Fans auf die Tribünen zu kommen, entweder durch den Kauf von Mitgliedschaften und der Unterstützung der Austria-Jugend. Ist ein legitimes Mittel. Oder man findet halt Austrianer, die die Karten auch leider weitergeben. Ja, man will halt ein Wiener Derby zu Hause auch stimmungsmäßig zu Hause haben. Und das ist dann natürlich besser, wenn du mehr Fans der Heimmannschaft im Stadion hast und nicht übermannt bist von den Grünen. Heuer ist es schwierig, auch für die Rapid-Fans zu Karten zu kommen. In den letzten Jahren war es natürlich einfacher, weil da einfach die Nachfrage nicht so groß war wie in dieser Saison. Das muss man auch ganz klar sagen. Muss man aber auch dazu sagen, dass um was geht, deswegen wird es wahrscheinlich hauptsächlich ausverkauft sein. Weil wenn es ein Spiel wäre, wo schon beide entweder oben oder einer unten wäre, wäre es wahrscheinlich nicht so. Aber das ist ja eigentlich das Salz in der Suppe auch. Also ich glaube, wir hatten da viel zu viele Derbys, die im Niemandsland der Tabelle stattgefunden hätten oder sonst was. Du wirst ja quasi schwere Konsequenzen nach dem Spiel dann spüren, egal ob es für dich gut ist oder schlecht. In dem Fall kann uns nichts passieren. Aber ich glaube, jeder Rapidler wird, glaube ich, lügen, wenn er sagt, jetzt, wenn wir euch da ein bisschen Bein stellen können, würden wir es natürlich machen. Andererseits, wie man auch Derbys 2 im
früher. Also ist, man ist ein bisschen zwiegespalten, glaube ich. Bleibt man erstmal noch bei dem Verkaufsthema. Also ich sehe das eher vom Familienbereich her. Ich bin froh, dass das nicht mehr gemacht wird, aus dem Grund, das hat jetzt nichts mit Austria Rapid zu tun, beide Mannschaften hat Depperte und wir wissen, jedes Mal beim Derby hat es Ausschreitungen gegeben, Zusammenstöße gegeben etc. Und die minimiere ich durch so eine Aktion natürlich. Und deswegen heiße ich das gut, natürlich ist es blöd, wenn das Stadion nicht komplett ausverkauft sind, aber bevor es dann zu Streitereien oder dann so wie die Rapid einmal den Austria-Sektor gestürmt hat und so, das brauche ich nicht und das hat den Fußball nicht verloren und ich glaube, mit solchen Aktionen kannst du das vielleicht ein bisschen minimieren. Ich glaube auch, also, dass es mehr Rapidler-Fans gibt als bei der Austria und deswegen, dass das ein Heimspiel ist, dass die Karten einfach beim Austria-Verein mehr bleiben sollte. Ob die Fans wirklich das so trennen, weiß ich nicht. Mit einem neuen Trainer gewinnen wir. Und das hilft schon, wenn es da 4 Niederlagen ins Ferien gewesen wäre. Dann weiß ich, was die Unterstützung nachher das gewesen wäre. Ob da wirklich so die große Unterstützung da gewesen wäre, dass der Tabakovic da aufwacht, das hilft sicher. Ja, aber ich meine ganz klar, wir haben es am Dienstag schon kurz angesprochen. Es ist auf jeden Fall hier auch voll in unserem Sinne, dass das Derby mit Emotionen und Häkeleien und Schmähungen und während der 90 Minuten auch der eine oder andere vielleicht nicht ganz im normalen Leben Aussprüchen über die Bühne geht, aber komplett gewaltfrei und ohne Vorkommnisse. Also ich glaube, in diesem Sinne sind wir uns hier in der Runde alle einig und sollten hoffentlich auch die meisten Fans in diese Richtung ticken, sportliche Rivalität groß und ja, und während der 90 Minuten wird geschimpft und gemacht und getan, aber alles sonst in geregelten Bahnen, außerhalb des Stadions. Diese Ruhe bedeutet Bier nachschieben. Wenn ich mal ruhig bin, ja, stimmt. Ja, um auf das, was du gesagt hast, Markus, zu kommen mit den vielleicht nicht ganz astreinen Sprüchen, kann man auch sehen, wie man, oder ist auch, wird auch sehr unterschiedlich betrachtet von vielen. Manche sagen, das gehört nicht am Fußballplatz, solche Schmährufe, vor allem wenn es dann unter der Gürtellinie ist. Ich glaube aber trotzdem, dass nicht alle vielleicht, aber der Großteil der Leute, die auf diesen, in den Fansektoren sitzen, und solche Sprüche von sich geben, dass die nicht denen Alltagssprache ist und das auch nicht denen ihre Gesinnung ist, sondern dass das in dem Moment einfach dazugehört, dass man bei einer Rivalität sich auch gegenseitig einmal häkelt und dann vielleicht auch einmal ein bisschen derber wird. Gehört jetzt zwar vielleicht nicht daher, aber ich finde, es passt ganz gut. Der Erich und ich, wir waren mal ein Paar und er ist Australier und ich der Rapidler und wir sind im Endeffekt vor dem Derby gemeinsam zum Spiel gegangen, haben uns dann 90 Minuten gegenseitig von der Tribüne beschimpft. Da habe ich ihn dann bekommen. Haben uns 90 Minuten lang von der Tribüne aus beschimpft, sind dann nachher wieder gemeinsam heimgegangen und es war alles okay. Also von daher, ich glaube, man darf das nicht überbewerten, solche Schmährufe. Ich bin nicht bei allem dabei, ich mache auch nicht bei allem mit. Aber es wird schon sehr viel von den Medien überdramatisiert. Wenn nichts vorkommt beim Derby, dann macht man halt dann das zum Thema, damit man irgendwas zum Schreiben hat. Und das geht mir teilweise dann eine Spur zu weit. Also, darf ich ganz kurz, ich muss da jetzt kurz antworten. Ich finde natürlich, sollte man sich gegenseitig auch im gewissen Rahmen beschimpfen dürfen, wenn ich das Beschimpfen nennen darf. Aber mich würde es schon verletzen, so sensibel bin ich auch als Mann, das sage ich jetzt doch so, wie es ist, wenn es der Patrick mich in dieser Runde Hurensohn nennen würde zum Beispiel. Weil ich finde, das ist deplatziert heutzutage. Und das, aber, wenn das er das tut, aber wenn er das tut, dann tut er das bewusst dich ansprechen. Ich schimpfe da einen Block, ich beleidige da niemanden persönlich, ja, sondern ich sage ja aus Dramasatz, alles ein Pack, ja? So. Aber wir sitzen hier trotzdem jetzt. Alex. Ja, deswegen würde mich ja wirklich von jedem... Aber das sagt der, Entschuldigung, die violette Seite. Das ist das schiere Pendant zu Tod und Hass dem FAK, wo ich auch nicht mitschreibe. Ich auch nicht. Mich würde interessieren, wo ist die Grenze? Also ist scheiß SCR, scheiß FAK, okay, Viola Waffangolo, Tod und Hass ist, glaube ich, schon drunter. Also ihr seid scheiße wie der SCR oder solche Sachen, das ist ja jetzt, ich meine, ich sage ja, in der Arbeit sage ich, glaube ich, 10-mal am Tag scheiße. Weil hier in der nein, darum geht's nicht. Darum geht's nicht, aber ich glaube, das hat auch, weiß ich nicht, was man persönlich im Leben und so erlebt oder erleben muss.
Da weiß man dann, was wirklich zählt, und Tod und Hass wünsche ich gerade in diesen Zeiten nicht einmal der Austria, und das finde ich auch nicht lustig, und ich finde genauso Rapid verrecke für den Arsch, und aber alles andere, ja, meine Güte. Also Tod und Hass, muss ich sagen, da bin ich auch nicht dabei, da singe ich auch nicht mit. Das oder geht nicht so weit. Mit, das Gesang ist es keiner. Aber ja, ich habe nichts gegen Schwule, ich habe viele Schwule in meinem Bekanntenkreis auch. Und trotzdem singe ich Schwule FHK. Ja, ich singe Schwule jetzt auch nicht der Schimpfwort. Ja, dafür gibt es natürlich noch, weil das ist das heiße Eisen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich sehe das relativ entspannt für mich. Es gibt kein Schimpfwort, das ich nicht benutze, außer rassistische Wörter, weil ich die einfach zutiefst ablehne, die ich nicht über Rapid äußere. Weil das ist ja auch nicht bös gemeint. Ich meine sie in dem Moment ja nicht ernst, ob der jetzt, wie du richtig sagst, schwuler SCR oder schwuler FHK oder Tod und. Das ist mir doch wurscht, weil ich meine, in welcher Situation befinde ich mich, als dass ich mich drüber ärgern würde, wenn ich das sage. Ich habe zum Beispiel, weil ihr den als Gast gehabt habt, Michi Wagner war für mich mein absoluter Hassspieler. Ich habe den gehasst. Und dann mir jedes Mal sogar Michi Wagner, Punkt, Punkt, so. Und das war aber nicht, ich habe den dann später, jahrelang später kennengelernt, einer der sympathischsten Menschen, leider, die je getroffen habe. Weil das ist ja unsriger. Ja, aber ich konnte den Hass nicht mehr auf. Also, ich wollte gerade sagen, wir haben den Relikt auf. Also, ich kann ja nicht leiden, ob das jetzt mit dem Wechsel zu tun gehabt hat, zu Rapid etc. Für mich war das einer der furchtbarsten Spieler, die jemals bei der Austria waren. Ja. Aber als Person selber war der super nett. Aber trotzdem, ich habe ihm Sachen genannt, wenn der die gehört hätte, dann würde er mich wahrscheinlich... Ist ja ähnlich klar. Wie zum Beispiel mit dem Ogris. Der ist ein Hassobjekt ja, für jeden Rapid-Fan in den 90er Jahren. Aber er ist, so wie man hört, ja auch ein durchaus sympathischer Kerl. Ja. Und deswegen schimpfe ich ja nicht den Ogris am Platz, weil er mir einen Mittelfinger zeigt, wenn er unser Tor geschossen hat und danach auf einem Block West steht und jubelt. Sondern ich schimpfe ihm ob dieser Tatsache und ob dieser Situation, und da meine ich nicht ihn. Ja, ich sehe aber das Produkt Fußball ganzheitlich. Ja? Und du bist schon wieder Philosophie. Ich bin jetzt ich bin der Intellektuelle. So, ich verlange. Ein paar Leute kennen dich. Und hallo, ich verlange auf der Stelle die Einführung des Phrasenschweins auf diesem Bild. Wenn das kein Fünfer ist, dann weiß es nicht. Er sieht den Fußball ganzheitlich. Das Spiel hat 90 Minuten und der Ball ist rund. Sensationell. Sensationell. Und das Runde muss ins Eck. Warte, ich hole gleich Sparschwein. Also, nein, ich meine, und zwar, dass du Michi Wagner angesprochen hast, weil der Markus und ich, wenn wir Specials haben, haben wir die Angewohnheit, dass wir immer vergessen, ein Foto zu machen zum Schluss und nicht erst einmal noch einmal hingefahren sind. Und da sind wir auch zu Michi Wagner noch einmal hingefahren und haben ein Foto gemacht, und das war einen Tag nach dem Galatasaray Europa League-Quali-Spiel. Und da hat er gesagt, er war mit seinen Söhnen, oder mit seinem Sohn, ich weiß nicht, ob er ein oder zwei Kinder hat. Was, Fenerbahce, oder? Fenerbahce. Fenerbahce, ich glaube, das war, Entschuldigung, Fenerbahce. Der Stefan. Ja, so viel zu den Fakten. Ja, so viel zu Intellektuellen. und er hat uns halt erzählt, dass seine Söhne dann schon gefragt haben, Papa, was heißt Fenerbahce für den Söhne? Ja, und was sagst du dann? Und ich denke mal, wir sollten schon jetzt... Meinst du das Spiel? Nein. Das war gegen Fenerbahce, das ist die größte Karriere, die man je gemacht hat. Nein, ich meine, also, und ich denke mir dann halt schon, ja, häkeln ist erlaubt, häkeln soll sein, man soll sich auch Spruchbanner gegenseitig irgendwie zeigen und man soll auch gegenseitig irgendwelche Schmähgesänge singen, aber es gibt schon Grenzen und man braucht im Jahr 2023 niemanden mehr Hurensohn nennen, das tut mir leid. Ja, aber sorry, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 11, also die hört in der Schule noch viel schlimmer. Ja, also, das ist leider Fußballplatz Fakt. Lernen. Ja, naja, aber der Fußballplatz ist ja kein Treffen der Intelligenten, sondern das soll eher sein. Sondern von uns an. Außer der Stefan. Ja, genau. Aber prinzipiell treffen sich ja immer alle Schichten und es wird einfach gesprochen, aber das macht ja den Reiz aus und deswegen schimpft so viel ihr könnt. Die meisten, die Goschen so aufreißen haben, da haben wir nichts zu sagen. Jetzt sollen sie wenigstens am Fußballplatz frech sein können. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Ja. Das erklärt einiges, Markus. Aber noch Erich und Patrick bitte zu Wort zu dem Thema. Ja, also zum Ersten, was die Alex gesagt hat, stimmt, man schimpft einen anonymen Block eigentlich. Ja? Also das ist die grüne oder die violette Wand, die man dann nimmt man niemanden persönlich aus. Im Normalfall. Irgendwie, also von daher, ja, dieses Tod und Hass und Verrecke und sowas, das braucht kein Mensch. Also das ist irgendwie viel zu viel, also drunter und allem so.
Ja, vielleicht noch. Ich habe mich vorher gefragt, ob ihr die Gasse wirklich runtergehen wollt. Dass wir darüber reden, weil natürlich meistens dreht sich es eben, wie ihr gesagt habt, auch über dieses schwule SCR, schwule FHK. Die Frage ist halt, ist das ein Schimpfwort? Das ist einmal Punkt 1. Aber das werden wir nie erörtern, ganz ehrlich, bevor wir nicht einen offen schwulen Fußballfan hier haben und der sagt uns dann, wie er sich dabei fühlt. Ich glaube, wir können das ganz ehrlich nicht beurteilen. Und ob es das braucht, heutzutage noch, ja, keine Ahnung, muss wahrscheinlich nicht sein. Ich würde es aber auch nicht überbewerten. Wie gesagt, der Fußballplatz soll der Fußballplatz auch bleiben in irgendeiner Form. Und aber ihr wisst, wie heiß diese Themen sind. Ja, aber der Gesellschaft. An der Stelle möchte ich gleich mal eine Einladung aussprechen. Also wenn es da draußen jemand gibt aus der Schwulen- oder Lesben-Szene, bitte gerne bei uns melden. Wir würden gern deine, eure Meinung dazu wissen. Wie steht ihr zu dem Thema? Wir selbst sind jetzt nicht direkt betroffen und würden gerne eure Meinung diesbezüglich hören. Und jetzt rüber an den Patrick bitte zu diesem ganzen Schmähungen-Thema. Ich finde halt, der Blog ist auch ein Ort, wo man im gewissen Maß auch ein bisschen den Frust der Woche loslassen kann. Im Rahmen natürlich, also keine Gewalt oder solche Dinge. Und deswegen, gerade beim Derby, ist jeder motiviert. Und wenn jemand das anstimmt, dann singt eigentlich jeder mit. Also es ist jetzt nicht so, dass es da die Hälfte singt und die Hälfte nicht, weil das gibt's eigentlich nicht. Also zumindest auf unserer Seite nicht. Aber was mich natürlich schon interessiert, jetzt in die Runde. Ich glaube, es ist wirklich, damit heiße ich es nicht gut, aber seit Jahrzehnten Usus dieses schwuler FHK, schwuler SCR. Und ich finde, auch in den letzten Derbys war es immer, hat man es gehört. Aber richtig hohe Wellen hat es medial geschlagen, als bei uns im Rapid-Blog das Banner dazu aufgezogen wurde mit schwuler FHK. Dann war es groß in den Medien. Obwohl du es so nochmal unterstreichst. Ja, aber ich meine, es könnte ja jedes Mal einen Redakteur echauffiert haben und gesagt haben, hey, ich habe im Stadion XY gehört. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf Twitter oder Facebook liest, in den diversen Gruppen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Rapid ist, aber bei den Austria-Ultras, nein, das sage ich jetzt nicht aus der Ultras, aus der Fans, die engagiert sind bei Ultra-Gruppierungen, sagen auch schon immer öfters, bei Homophoben Schmähgesängen singen sie nicht mehr mit und sie verstehen nicht, dass das noch gang und gäbe ist. Ja? Und ich denke mal, ich verstehe alle eure Argumente, ein bisschen Frust rauslassen, ein bisschen feiern wollen und es ist immer schon so gewesen. Aber ich kann dieses Argument, es ist immer schon so gewesen, nicht mehr. Nein, wie gesagt, ich wollte es ja damit auch nicht gutheißen oder pauschalieren, überhaupt gar nicht. Es ist jetzt bei uns zum Beispiel auch wieder, ich weiß nicht, wie es in anderen Stadien ist, eingezogen, dass damit der VAR beschimpft wird. Und das ist in fast halt jedem Spiel jetzt schon. Aber es ist lustig, dass ich. Dass der VAR beschimpft wird, ja, aber muss es mit schwul sein? Nein, das nicht. Ja. Aber es ist lustig, dass sich jetzt hier gerade Gruppierungen finden, die vereinsübergreifend sich überschneiden. Ja. Aber darf ich noch dazu was sagen? Also ich gehe jetzt seit dem Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und früher wurde ja viel Ärger damit umgegangen, weil ja natürlich auch, also der erste schwarze Spieler war mit Bananenwürfen und was auch immer und da war schwuler FHK oder schwuler SCR noch das harmloseste. Also da wurden Nazisprüche gesagt etc. Und ich kann mich halt damals erinnern, ich habe es lustig gefunden, als 12-, 13-Jähriger, 14-Jähriger war für mich einfach das noch nicht so greifbar, was ich damit eigentlich ausdrücke. Also war lustig, heute würde ich es niemals sagen, aber als 13-Jähriger hat man das eben in einem anderen Kontext gesehen, hat man gedacht, ja okay, wenn alle singen, singt man mit. Das ist natürlich die Gefahr an der Geschichte. Mhm. Andererseits sage ich jetzt einmal, jeder Mensch ist dann irgendwann einmal so erwachsen, dass er dann sagt, okay, da habe ich einen Fehler gemacht und das würde ich heute nicht mehr tun. Man lernt ja mit dem Alter mit oder man lernt ja mit dem Prozess auch mit. Ich will da kurz sagen, weil ich ja vorher meine intellektuelle Seite angesprochen habe. Ich bin ein nicht fertiger Endlos-Student und habe unter anderem das Studium der Germanistik noch nicht abgeschlossen. Mhm. Aber ich weiß, dass Sprache sensibilisiert und dass genau das, was du gesagt hast, natürlich dann dazu beiträgt, die Nachkommen oder auch andere Leute zu sensibilisieren. Und die hören das am Fußballplatz. Und es sind ja nicht alle so, wie wir, so aufgeklärt und reflektiert. Also ich finde schon, dass da jeder Fan auch so ein bisschen eine Verantwortung mitträgt. Ja, aber das darfst du U4 verlangen. Ja, aber wenn ich mit der U4 fahre oder wenn ich mit der U6 fahre, dann benehme ich mich trotzdem gut und lasse die Leute zuerst aussteigen und steige dann erst ein. Also ich versuche da halt meinen Teil in der Gesellschaft beizutragen und das hört nicht am Fußballplatz auf.
das war schön gesagt. Wir sind ganz, ganz, ganz fasziniert und deswegen ganz stumm jetzt. Ja. Gut, dann kommen wir zum sportlichen Teil. Es kennt, glaube ich, jeder die Ausgangslage. Durch das jüngste 2:0 gegen die WSG ist Rapid fix in den Top 6. Die Austria hat 3:1 bei Sturm verloren und hat ihr Ticket noch nicht sicher und muss jetzt Manager Anführungszeichen drum zieht, dann hat es noch in der eigenen Hand. Sollte sie das Derby gewinnen, wäre es auf jeden Fall auch fix in den Top 6. Welchen Ausschlag kann dieser doppelte Druck, Derby ist immer Druck und jetzt auch noch Manager im Idealfall gewinnen müssen für die Austria, was bedeutet der? Also ich hoffe, sie gehen nicht ein, die Austrianer, deswegen, weil sie machen es eh schon, wenn sie die Hosen da gegen Lustenau wieder verloren haben, das war für mich furchtbar. Aber ich hoffe halt, dass das Heimspiel, der Heimspielflug für die Rapidler dazuschlägt und da nichts wird draus und dass man irgendwie mit einem 1-0 da aussteigen aus dem ganzen Geschichte mit einem blauen Auge, dass wir das noch schaffen werden. Obwohl ich sagen muss, die Mannschaft von uns fühlt sich im Favoriten mittlerweile wohl als in dem Tutor. Wollte ich auch gerade sagen, wir haben zu Hause eher das Problem, also die Chancen stehen gut am Sonntag. Wurde ein Antrag gestellt, dass man das Heimrecht tauscht bei dem Spiel? Ich wäre sowieso generell für Hapelstadion. Also. Hätte man dann auch diese Ticketverkaufsproblematik nicht da? Also ich muss sagen, ja, die Situation ist wirklich ein bisschen schwierig. Trotzdem glaube ich nicht, dass WSG gegen Sturm einen Punkt macht und damit ist die Austria durch. Also ich glaube auch, egal wie das dabei ausgeht, die Austria bleibt in den Top 6. Trotzdem, also ich sehe es zwiegespalten. Einerseits glaube ich, dass die Austria vielleicht um ein Ticker mehr motiviert ist als die Rapid, weil es die Rapid halt schon geschafft hat und dass vielleicht das extra Funkerl bringen könnte, dass die Austria doch dann das Derby gewinnt. Andererseits kann es auch ins Gegenteil sozusagen ausschlagen, dass die Austria vielleicht zu nervös ist oder zu motiviert ist und noch 10 Minuten eine rote Karte kriegt und wir verlieren das Derby. Also es, aber wenn der Galvao spielt vielleicht. Nein, Galvao ist Gott sei Dank noch verletzt. Jetzt hoffe ich... Ja. Aber die, schauen wir mal, ich meine, auch ein Ramftl tut uns weh. Also das sind einfach viele Punkte, die spielen, aber andererseits ist irgendwie, aber das ins... Ich will jetzt der Wahrsager spielen. Ich glaube, der Polster spielt und der Polster wird der Matchwinner, egal in welche Richtung. Ich glaube, dass das was ganz Besonderes wird. Polster kriegt die Nummer 9 und schießt einen Dribbelpack. Aber schon. Der spielt immer noch. Also du hast jetzt gerade was angesprochen, wo ich glaube, dass das die größte Chance oder der größte Vorteil von Austria sein wird. Die Rapid, die ich in den letzten Jahren beobachtet habe, und deswegen sage ich beobachtet habe, weil viele gehen mit mir nicht konform, ich bin nicht zufrieden mit der Leistung von Rapid, wie sie jetzt zeigen. Sie ist besser geworden als in den letzten Jahren, aber das ist nicht das, was ich sehen will. Aber egal, ich glaube, der Vorteil von Austria ist der, dass Rapid immer dann, wenn sie durch sind oder wenn es um nichts mehr geht, leider Gottes wirklich aufhören können zum Fußballspielen. Also das haben sie mir jetzt schon mehrfach bewiesen, dass in dem Moment es erledigt ist und sie durch sind, dass sie den Biss nicht mehr haben. Aber es ist also nicht irgendein Spiel. Es ist nicht irgendein Spiel, stimmt, aber ein Derby ist heute für einen Spieler, auch wenn es was Besonderes ist, nicht mehr das, was ich meines Empfindens nach, was es für die Spieler in den 90er Jahren noch war. Ich finde, das ist es heute nicht mehr. Also dieses wirklich auf die Brust klopfen und sagen, ich bin durch meine Adern fließt grün-weißes oder violettes Blut. Ich glaube, es ist heute nur mehr so extrem, wie es damals war. Ein Ogris, ein Kübauer, wie sie alle geheißen haben in den 90er Jahren, die wären für ein Derby durch alles gegangen, um es zu gewinnen. Das Gefühl habe ich im Moment jetzt gerade nicht mehr so dramatisch wie früher. Aber noch einmal, ich gebe der Austria die größten Chancen, allein deswegen schon, weil Rapid durch ist und es für uns um nichts mehr geht in dem Sinn, sondern nur mehr um den Derby-Sieg. Und ich glaube, dass Rapid sich mit einem X zufrieden geben würde, was der Austria im Prinzip dann eh schon auch helfen könnte. Ich sehe es ähnlich wie der Stefan, ich glaube jetzt auch nicht, oder Robert, weiß ich nicht, was er gesagt hat, ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass der Sturm noch was anbrennen lässt, aber ich würde mich halt als Austria nicht darauf verlassen wollen, von anderen abhängig zu sein, sondern es selber zu entscheiden. Und ja, also es wird spannend. Ich will da kurz einhaken auf dein Statement. Ich finde, das ist richtig, was du gesagt hast zum Teil. Also ich glaube auch, dass für die Rapid-Spieler, für die Austria-Spieler in den 90er, 80er, 70er, 60er Jahre ein Derby was ganz anderes ist als jetzt da in der neuen Zeit. Aber ich glaube, das liegt an uns
Das liegt in erster Linie daran, dass es keine Kranke und keinen Prohaska gibt, der quasi von Karrierebeginn und bis zum Karriereende beim selben Verein spielt, genau. Nur im Ausland woanders gespielt hat. Also das ist ja schon nochmal logisch, dass du dich dann nicht so mit dem Verein identifizieren kannst, wenn du jetzt der Querfeld bist. Zum Beispiel, weil mir da jetzt gerade eingefallen, der spielt jetzt vielleicht 1,5 Jahre noch bei Rapid und dann wechselt er ins Ausland oder zu Salzburg oder wo auch immer hin. Du hast halt als Spieler nicht mehr diese Bindung und diese Verbundenheit mit dem Verein. Das haben nur ganz wenige Spieler. Und deswegen liegt es natürlich, weil bei uns Fans ist ein Derby, hat das Derby nicht an Stellenwert verloren. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch an uns Fans liegt, das Derby wieder zum Derby zu machen. Ja, Stefan und Patrick. Also Patrick erstmal. Ich glaube, dass es in beiden Mannschaften immer noch so 1, 2, 3 Spieler, sicher nicht so viele wie früher, gibt, die das Derby sehr wohl ernst nehmen und auch wissen, was ein Sieg bedeutet. Bei uns zum Beispiel ein Zimmermann als Beispiel. Burgstaller, glaube ich auch. Ne? Burgstaller. Ja. Ich sage auch nicht, dass sie es nicht ernst nehmen, aber ja, es hat nicht mehr den Stellenwert wie früher, das wollte ich sagen. Ja, ich wollte auch natürlich noch kurz was dazu sagen. Wir diskutieren manchmal Dinge, die sind leider europäischer Usus mittlerweile. Ich sage jetzt einmal, weil auch heute wieder Liverpool dran ist vor einem unmöglichen Spiel in Madrid, selbst nach Steven Gerrard geht's weiter. Heute ist Freitag. Gut, dann schneidest du es raus. es geht tatsächlich selbst nach einem Steven Gerrard weiter und du wirst diese Leute so nicht mehr finden. Das ist überall so. Wenn du einen aus der Stadt oder aus der Gegend hast, dann ist es schon schön. Quasi, der wirklich noch weiß, was die Fans, was das denen bedeutet und so. Und dann andererseits, ich kann halt nur über Liverpool sprechen, hauen die Manchester United 7-0 weg und hören aber nicht auf beim 4-0, obwohl es erledigt ist, sondern die wissen ganz genau, die Fans wollen die jetzt wirklich untergehen sehen und die haben bis zur letzten Minute weitergespielt und 7. Also manchmal versteht man es nicht, manchmal glaubt man, es ist ihnen eh alles egal, aber das, ich glaube. Und dann verliert man gegen Bournemouth, weil sie nicht spielen wollen. Genau, das ist dann, vielleicht waren es dann auch psychisch leer, kann auch sein. Falscher Podcast. Gut. Aber nur ganz kurz, was sagt ihr zum Thema Doppeldruck bei der Austria, beziehungsweise... Ich bin eigentlich der Meinung, dass das ein Führer bitte ein Bonusspiel ist. Wir können da ganz locker reingehen. Ich glaube, das ist der Vorteil. Ich hätte es nicht sehen wollen, dass es für beide noch um die Wurst geht. Das hätte ich, glaube ich, nervlich nicht ganz packt. Ich bin sehr froh, dass wir ja. da rauskommen. Und ich find's auch zu Recht, weil wir haben in den letzten Spielen auf jeden Fall ergebnismäßig super funktioniert. Auch gewisse Abläufe siehst du, gerade vorn werden besser. Mir fehlt das große Fragezeichen, bleibt weiterhin das Mittelfeld, aber das werden wir jetzt auf die Schnelle so nicht lösen. Mhm. Aber ich glaube, aus Rapid-Sicht kannst du da ganz locker reingehen. Der ganze Druck ist tatsächlich bei der Austria. Aber wie ihr schon gesagt habt, es wird auf den Nebenschauplatz in Graz oder wo spielen sie? In Wartens, also in Innsbruck dann dort hinauslaufen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das in Wartens Sicht ausschlägt. Also ich möchte noch zu dieser Aussage sagen, wo es heißt, es gibt nicht mehr so viele Rapidler oder Austrianer, die mit Leidenschaft dahinter sind. Ich glaube einfach, dass das mit der Situation zu tun hat. Der Lehrberuf Fußballprofi, den es für mich jetzt schon gibt, weil du kriegst mit 16 Jahren schon einen Manager, mit 17 Jahren kriegst du ein erstes Angebot aus Deutschland, Frankreich, was auch immer, dann wie willst du dich denn da mit einem Verein identifizieren? Früher war es so, da warst du froh, wenn du mit 19, 20 schon mit der Kampfmannschaft trainieren konntest, spielen durftest und irgendwann einmal Leiberl dran konntest. Natürlich hast du da ganz einen anderen Bezug zur Mannschaft aufgebaut. Heute geht es nur darum, okay, du musst schauen, dass du so schnell wie möglich viel Geld verdienst, weil wir wissen aus Erfahrungen, da gibt es Profis, die mit 29 Jahren keinen Verein mehr kein Angebot oder keinen Vertrag mehr bekommen und dann irgendwo in Tirol oder in Wartens oder irgendwo in der 4., 5. Liga spielen, weil sie dort noch ein bisschen Kohle abcashen können. Also ich glaube, diese Zugehörigkeit zum Verein ist aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht mehr machbar, was sehr schade ist, aber leider nicht mehr anders geht. Und zu dem Thema, in den 80er und 90er Jahren waren die Spieler mehr vereinsgebunden. Sieht man nicht alles ein bisschen durch die glorifizierte Brille von früher? Das ist aber, wenn man sagt, früher war das Bundesjahr super. Nein, das war scheiße, wir können uns nicht mehr erinnern. So sehe ich das auch mit den Fußballprofis, weil in den 90er Jahren, wo ich immer im Stadion war, also die Austria war phasenweise eine Katastrophe unter dem Skocic oder was auch immer. Und da waren 11 Legionäre, da war der wie hat der Kassen, der Bulgare, der Ivanov, mit dem Austria-Trikot, Mittelstürmer gespielt, was er gedacht hat, dem ist der Verein scheißegal. Also das hat es immer schon gegeben. Ich glaube, man sieht das halt auch ein bisschen.
verzehrt. Was man noch sagen zum Thema vom Druck von der Austria. Eigentlich hätten wir keinen Druck mehr, hätten wir keine 3 Minuspunkte, wären wir schon durch und könnten genauso locker spielen. Dank vom Management haben wir jetzt einen Druck, hoffentlich hält die Mannschaft aus, aber eigentlich wären wir schon durch. Ja, ich meine, das ist es doppelt eigentlich schlecht, oder wo die Fans sauer sein müssen aufs Management. Erstmal das verbockt, dann das mit dem Schmied verbockt. Also, wie gesagt, daher auch irgendwo Anerkennung, dass es trotzdem so hinter der Mannschaft gestanden wird. Aber ja, im oberen Bereich gehört schon einiges hinterfragt. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich muss auch sagen, Druck hin oder her. Ich kann keiner Rapid-Mannschaft sagen, ihr habt keinen Druck, spielt es einfach drauf los, so wie ihr das jetzt gesagt habt. Ich meine, ihr habt das erste Derby der Saison, das einzige Derby, was bis jetzt war, verloren. Im daheim verloren, was doppelt weh tut. Und wenn da jetzt da keine Revanche oder Rachegelüste in der Mannschaft auftauchen, dann läuft irgendwas falsch im Verein. Das auch wenn es um nichts geht für euch. Weil es geht schon um was. Weil es geht noch immer um die Meisterschaften. Es müssen noch immer Punkte gesammelt werden. Und nur wenn wir jetzt in den Top 6 sind und sich jetzt da zurücklehnen kann und sagen kann, okay, ist mir wurscht, wir sind eh schon oben. Das kann man beim Derby nicht vorstellen. Tut mir leid. Ja, so sehe ich es auch nicht. Aber es ist jetzt kein, ich meine, auf der einen Seite, zu einem gewissen Teil, ist er immer ein Muss, ein Derby zu gewinnen. Ein Schub für die Fans. Ein Muss da aber nicht dieser doppelte Zugzwang, der sagt, wenn wir das jetzt irgendwie vernebeln, dann spielen wir in unteren 6. Aber das ist unser Problem, finde ich jetzt schon seit vielen Jahren bei Rapid. Unsere Ansprüche sind so, und deswegen sehe ich es vielleicht noch ein bisschen kritischer als andere, die sagen, ich sehe da schon eine Entwicklung. Mir ist es zu wenig, einfach unter den Top 6 zu sein. Mir ist es zu wenig, am letzten Spieltag, bevor die Playoffs dann beginnen, sagen zu können, wir haben es geschafft, ich möchte wie Sturm eigentlich da oben mitspielen und irgendwo noch auf Tuchfühlung bleiben können. Mir ist es natürlich zu wenig, aber ich weiß, so wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, es gab immer wieder die Spiele, wo ich gesagt habe, auch letztes Jahr, glaube ich, Markus, wo ich zu dir gesagt habe, sie sind durch, die werden das nicht gewinnen, das letzte Spiel. Auswärts in, ich weiß nicht mehr wo. Das war vorletztes Jahr, glaube ich, das war sogar ein Heimspiel, dann war es noch. Und was war? Wir haben es nicht gewonnen. Ja, also ich habe den Eindruck einfach gehabt, sie waren durch, das hat ihnen jetzt mal gereicht, mir reicht es nicht. Ich hoffe, dass es ihnen nicht reicht und dass das Derby-Motivation für sie genug ist, das da am Sonntag zu holen. Ja. Und grundsätzlich muss man auch dazu sagen, wir brauchen die Punkte selber, weil wir das Ziel haben, in die Gruppenphase zu kommen. Und da ist Platz 3 in Reichweite, weil der Mask ist nicht weit weg. Naja, das ist... Schauen wir mal. Die Historie spricht nicht dafür, aber schauen wir mal. Aber du sprichst es an. Also Cup ist in meinen Augen absolute Priorität in der Saison. 1995, das muss ich mal vorsichtig auf den Zettel schreiben, haben wir den letzten Cup geholt. Selbiges gilt für die Tabelle, brauchen wir nicht reden, wie lange das, wir werden nicht Meister werden, aber Top 3, also dass wir zumindest Dritter werden und den Cup holen, das sind für mich die Saisonziele. Und gerade der Cup ist wahrscheinlicher denn je, weil Red Bull draußen ist, in Wahrheit müssen wir es machen in irgendeiner Art und Weise. Schauen wir mal, wenn wir Ried biegen, wer kommt in Klagenfurt, alles wenn. Kann auch der Lask, also mir wäre der Lask lieber in einem etwaigen Endspiel. Na, weil du lachst, genau das ist. Alle träumen vom größten Fan-Duell Österreichs, ja, dass sie das voll machen. Dann, ja, genau deshalb. Also, wünscht sich das, oder? Und wenn es dumm läuft, nicht mehr. Und wenn es ganz blöd läuft, hast du dann Oberösterreich-Derby. Wenn es ganz ist, das möchte ich jetzt mal nicht hoffen. Nein, was ich ausdrücken will, mir wäre tatsächlich die Silverware, der Pokal, am allerwichtigsten. Mir ist der Gegner wurscht, mir ist wurscht, ob das das tollste Spiel wird und der übliche Schmonzes. Ja, wenn wir am Ende nichts in der Hand haben, dann ist es dieselbe unnötige Saison wie jede. Ja, Derby ist schön und gut, aber für mich kommt einmal Cupsieg, dann wo hören wir auf in der Meisterschaft am Ende und dann wie schaut es in der Stadtmeisterschaft aus? Aber das ist, glaube ich, eine ganz normale Reihenfolge bei aller Heckelei und Dinge. Es sind nämlich im Endeffekt auch nur 3 Punkte, die man dafür kriegt, ganz rational gesagt. Bin ich schon bei dir, aber grundsätzlich sage ich jetzt mal den ersten Schritt, dass wir das Derby gewinnen, egal ob jetzt die Austria oben bleibt oder nicht. Also mir wäre lieber, wenn es oben bleibt, weil 2 Derbys besser ist, als nach Innsbruck zu fahren oder genau. Klagenfurt. Und dann können wir uns am Stammtisch auch noch 2 Mal treffen. Ja. Vor allem, wenn es die Austria auch schafft, ja, dann habe ich mir das angeschaut, dann ist das wirklich jedes urbane Gebiet bis oben, also jede Großstadt, jedes große Stadion und quasi die ganze Landliga wäre unten, wenn man es jetzt böse sagt. Ich glaube, von dieser war schon fast laut.
Aber die haben das ärgste Stadion. Mir geht es immer um die Infrastruktur, damit es nicht ausschaut wie im Fernsehen, wie Wolfsberg oder wie Hartberg, weil das ist halt die auch schwierig spielen. Ob die Punkteteilung irgendwas bringt, weil. No. Ja. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Punkto Titel bringt es wahrscheinlich nichts, aber ansonsten schon. Also, ja. Nur eins noch: wer hat vor 3 Jahren noch geredet in der 24. Runde, wer gegen wen spielt? War jedem scheißegal. Und die Spannung, die du die letzten 3 Jahre hast durch diese Playoffs, ist einfach gigantisch. Also rein für die Liga selber ist es ein Gewinn. Für die Mannschaften, oder ob es fair ist, ist eine andere Geschichte, aber rein für den Zuschauer. Wie du sagst, der Austria ist ausverkauft. Wäre das jetzt irgendein normales, also kein Playoff-entscheidendes Spiel, wäre es nicht ausverkauft gewesen. Deswegen, ich bin dafür, auch wenn es nicht immer fair ist. Oh ja, wir hätten da schon geholfen. Also, hätte keine Karten. Ja, wir dürfen ja nicht, wir dürfen ja nicht. Wir kriegen überall Karten, glaube ich. Gut, ich würde sagen, kommen wir zum Personal. Schon kurz angerissen, Ranschl gesperrt, denke ich mal, ein ganz wichtiger Spieler, der Austria da fehlt. Was sagen die Austrianer? Roman, du hast schon gesagt, du glaubst, dass Polster ihn ersetzt, aber was sagen die Anfang? Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ich könnte mir vorstellen, auch wenn das zum Beispiel der Stefan nicht gut findet, dass der Martins jetzt auf den Flügel wandert und Meisel oder Baldaxer in die Innenverteidigung wechselt. Es könnte aber auch sein, dass er sagt, du hast Leitner und du hast Polster, beide haben sehr gut gespielt, dass der eine rechts, der andere links spielt. Das wäre eine Möglichkeit, was für mich die interessanteste Möglichkeit wäre. Defensiv zwar ein bisschen ein Risiko, aber offensiv sind das für mich zwei super starke Spieler. Und vorne hast du natürlich den Tabakovic und der macht halt dann mindestens 2 Tore und dann ist schwierig. Also ich hoffe natürlich auf einen Sieg und ich hoffe, dass der Trainer seiner Linie treu bleibt und deswegen, ja. Aber der Ramstuhl wird sehr viel. Also ich glaube, der so viel, das fehlen uns 100.000 andere Spieler auch. Wir spielen ja mit einer Rumpfmannschaft und dafür überraschend weit vorne. Und das ist das Erstaunlichste eigentlich an der ganzen Geschichte. Abgesehen davon, dass wir irgendwelche Leute gekauft haben, die, glaube ich, nie wieder Fußball spielen werden, mit den Rakuts oder so. Sehr einartige Transferpolitik, aber okay. Ich hoffe, dass eine mannschaftlich geschlossene Leistung und dass der Tabakovic irgendwas eindruckt, obwohl ist auch nicht mein großer Freund, der Tabakovic, wie der das jetzt da wachgeküsst wurde, das ist mir ein Rätsel. Aber Gott sei Dank haben wir den, sonst wird es noch schlimmer ausschauen und ich hoffe, dass er irgendwas einnudelt da, einen verhungerten Bauch macht. Eins möchte ich noch dazu sagen, was findet der Stefan an den Dovedan? Ich finde den Grauten schlecht. Ich hoffe, dass der Gruber endlich spielt. Und jedes Mal, der Dovedan ist so super. Denk mal, ich habe nicht gesagt, der Dovedan ist so super. Naja, aber er wird immer besser. Aber von ganz schlecht auf immer besser ist nicht. Bitte höre dir den Podcast genau an. Ja? Das also ich habe gesagt, ich habe gesagt, der Dovedan hat sich stark verbessert. Ja, von nichts. Herbst, ja? Von nichts. Und er harmoniert mit dem Tabakovic. Ja, aber ich harmoniert. Mehr habe ich nicht gesagt. Ja? Ich finde, sonst gibt es natürlich, wenn der Fitz wieder spielt, glaube ich, ist der Dovedan dann die zweite Wahl. Und das hoffe ich auch, weil der Fitz in bester Form ist. Ja. Und was du gesagt hast, ich könnte natürlich auch mit Martins leben statt Ranfl. Und vor allem ist das ja eigentlich die Position, für die der Martins geholt wurde. Aber ich glaube halt, dass der Gruber die offensivere und mutigere Variante wäre. Das ist einfach meine Einstellung dazu. Gut, von den Rapidlern gerne wissen, ist ja bei uns immer ein großes Thema, vorhin schon auch kurz angeschnitten, Mittelfeld. Wen würdet ihr jetzt fürs Derby im Mittelfeld aufbieten, Rapid? Also ich bin mal froh, dass Kehrsprung gesperrt ist. In erster Linie. Ob Greil wirklich beginnt, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube eher an eine Variante mit Oswald und Page. Aber Greil dann davor? Ich glaube eher Zimmermann. Okay. Weil gerade im Derby kannst du Zimmermann nicht mehr bringen. Die Frage wie lang? Hoffentlich diesmal länger. Ja. Alex? Ja, da schließe ich mich an. Kerschbaum war eines der Grausmomente, immer wenn ich ihn am Wochenende, also jetzt beim letzten Spiel gesehen habe. Kerschbaum ist gut, dass er gesperrt ist. Ich glaube, die Pause tut ihm gut. Ansonsten schließe ich mich da an, fände ich eine gute Variante mit Zimmermann da auch in vorderen Bereich und Auer ist sowieso klar. Ja. Also Auer. Da brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Dann bin ich d'accord. Okay. So. Zentrales Mittelfeld ist eh gemeint. Ja. Mhm. Zentrales Mittelfeld ist halt unsere wirkliche Achillesferse, unsere absolute Achillesferse. Und ich hoffe, dass ihnen da jetzt dann bald auch Katzer
was einfällt, wie wir da uns fürs nächste Jahr aufstellen, weil das ist, wir haben de facto einfach keinen Spielmacher, der die Intelligenz besitzt, im Mittelfeld die Bälle so zu verteilen und die Leute auch so zu bedienen, dass das Sinn macht. Wir sind zu schlecht über die Flügel und beim Flanken. Es kommt viel nicht an, das gefällt mir oft nicht und es muss das Mittelfeld, vor allem in der Mitte, einfach da ein kreativer Kopf her, und es ist leider Gottes keiner von denen, die da im Moment auf dem Feld stehen. Ja. So blöd das klingt, aber unsere Spielmacher sind eigentlich auch Kasus. Schlimm genug, also wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, was für Positionen die haben, ist das eigentlich, und für den Spielaufbau von hinten ist das ja auch okay, weil das war auch jahrelang immer, wenn man unsere Abwehr gesehen hat, dieses Hin- und Hergeschiebe, und keiner hat sich dann getraut, mehr oder weniger den Ball auch ins Mittelfeld zu bringen, hatten wir ja auch lang, ist jetzt schon eine Zeit her, jetzt hat es sich nach vorne ins Mittelfeld verlagert, dass dort eigentlich keiner wirklich weiß, was er damit anfangen soll, und das ist traurig genug, ja. Ja, wie gesagt, also Mittelfeld ist unsere Schwachstelle. Ich glaube auch, dass es fehlt extrem ein Spielmacher, ein echter Zehner, Ballverteiler, kreativer Kopf. Man braucht sich nur unsere Statistiken bei Standards anschauen, die sind verheerend. Wir haben also das Gefühl, das letzte Eckballtor haben wir mit dem Hoffmann noch geschossen, beziehungsweise auch das gleiche Freistoßtor. Also das war früher eine Stärke von uns, braucht man auch gut bei Standards sein, vor allem wenn es knapp ist. Also da haben wir Luft nach oben und wir werden sehen, was mit dem Kühn passiert, weil der sollte ja eigentlich diese kreative Position ausfüllen. Habe ich letztes Mal in der Stammspiel gesagt, absolut. Der Kühn wäre mein Spieler dieser Mannschaft, der das könnte. Aber jetzt weiß schon länger keiner, was ist los mit ihm, man hört nichts, und da muss man dann halt irgendwann sagen, okay, wir brauchen aber einen. Ja. Und umso verwunderlicher, jetzt komme ich wieder mit dem Burgstaller, ist, dass der alte Mann 13 Tore schießt ohne Unterstützung aus dem Mittelfeld, weil der muss sich die Bälle holen auf seine alten Tage aus dem Mittelfeld, aus dem Mittelkreis teilweise, und wenn man dem ein bisschen mehr helfen würde, dann wären noch ganz andere Torquoten drinnen, meiner Meinung nach. Ein kleiner Funfact, bei Sky hat es letztens eine Statistik gegeben, dass angeblich 136 Ecken benötigt werden bei Rapid, dass man ein Tor schießt. Das ist, muss ein Negativwert in der Liga sein, oder? Also ich weiß nicht. Hicke sei Dank. Gut, rüber zur Austria. Braunöde zuletzt nicht in der Startelf. Erwartet ihr, dass er jetzt wieder von Beginn an dabei ist, beziehungsweise wollt ihr das? Also ich will das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die Sturmpartie vom Trainer hergenommen wurde, um was zu probieren. Das ist leider in die Hosen gegangen. Ob das jetzt da war, dass der Kelesch gespielt hat, dass der Braunöder nicht gespielt hat. Auch wenn der Braunöder nicht mehr ganz diese Form vom Frühjahr hatte oder von der Rückrunde hatte, glaube ich, dass er noch immer einer unserer besten Spieler ist. Und vielleicht braucht er auch einmal sozusagen einmal eine vom Latz geknallt, dass man sagt, okay, schau, wenn es dir nicht zusammenreißt, spielst du bei mir nicht. Vielleicht war es der richtige Moment und er blüht im Derby auf. Also für mich ist er noch immer einer der besten und wichtigsten Spieler bei der Austria. Ja, ich glaube auch, dass man brauchen. Er ist ein bisschen überspielt, weil wir halt nicht so viele Leute haben, und wie er gut gespielt hat, ist er andauernd rennen müssen. Da, ob die zwei Spiele jetzt gerade gut wären für eine Pause, ist fraglich. Eine Pause wäre grundsätzlich gut. Vielleicht, wenn wir das Playoff geschafft haben. Also mir wäre lieber, wenn er spielen würde, als wenn er nicht spielen würde. Und ich finde auch, bei Sturm hat man den Unterschied gesehen, wie er dann reinkommen ist, was er dann noch bewegt hat und wie viel Druck er dann ausgeübt hat aus dem Mittelfeld und das auch die Linie im defensiven Mittelfeld stabilisiert hat. Also ich hoffe, er spielt wieder von Anfang an, und das, der Michi Wimmer hat das ausprobiert, hat nicht funktioniert und wird jetzt da dann mit der richtigen Aufstellung auffahren, hoffentlich. Kommen wir mal ganz nach hinten. Früchtl ja zuletzt bei Sturm super gehalten. Am Schluss zwar eigentlich auch mit verschuldetes eine Gegentor noch, was er erzählt, Stefan. Aber prinzipiell ein Top-Rückhalt. Und wir Rapidler wissen aus leidvoller Vergangenheit, dass gerade in Derbys bzw. in Partien gegen Rapid immer die gegnerischen Goalies oft zu Höchstform auflaufen. Auf der anderen Seite natürlich mit Hedl auch ein extrem guter, talentierter Keeper. Mhm. Für euch auch einer der Key-Faktoren fürs Derby am Sonntag? Absolut. Also der Tormann ist
in meinen Augen sowieso immer zweiter Kapitän, weil er hinten alles zusammenhalten muss. Das zeigt der Junge jetzt langsam auch schon, dass er seine Abwehr hinten noch wirklich dirigieren kann. Seine Qualität, glaube ich, zeigt allein jetzt auch die Einberufung ins Nationalteam, was auch berechtigt ist in meinen Augen. Und der Rest ist noch Erfahrung, die er noch kriegen wird. Ja, der ist ins Nationalteam einberufen worden, weil sie im Hanapischal spielen wollen. Das ist die nächste Gasse, wo ich euch frage, wollen wir die runtergehen? Aber bitte. Oder müssen wir nicht korrigieren, was war schon letztes Mal. Ah, scheiße. Ja, der Rang dieser Taktiker. Guter Unterbau, Vorbau für. Nein, am Tormann liegt es bei Rapid derzeit sicher nicht. Und ich glaube auch, dass ich habe das Gefühl, dass auch die Abwehr sich verbessert hat, außer es gibt so Blitzüberfälle von Red Bull gleich am Anfang, wie gegen im Salzburg-Spiel eben. Ich glaube, die kann man nie ganz ausmerzen, weil die halt Qualitätsspieler haben, wo immer wieder, wie man dann gesehen hat, einer kommt und einen Hattrick macht, obwohl du eigentlich 90 Minuten mitgespielt hast, ohne Probleme diesmal. 80. Sind es 80, ja. Wie wir wissen, braucht es 94. Dieses letzte Arzel muss halt dann noch her. Aber dass man ihnen so lange da die Stirn geboten hat, hat mir eigentlich am meisten imponiert jetzt bisher im Frühjahr. Aber diesmal war wenigstens nicht Jonas so wie schuld. Das war viel, viel besser. Aber Patrick, zum Goalie-Thema. Ich würde sagen, das hält sich relativ die Waage, weil Früchtl wird nicht umsonst bei Bayern unter Vertrag gewesen sein. Und bei uns Hedl hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Was sein größter Schwachpunkt ist, sind die Abschläge. Mhm. Definitiv. Mhm. Gerade gegen Salzburg waren da einige, wo man sich gedacht hat, wo will der jetzt hinspielen? Auf die Tribüne oder... Ich glaube, dass es wichtig sein wird, dass man halt auf dem Plan, den der Gegner hat, das richtige Rezept findet. Das heißt, sollte die Austria mit Pressing spielen, kann man damit umgehen oder nicht? Und umgekehrt, ja, weil wir können ja auch mit Angriffspressing spielen. Da ist halt die Frage, wer stabiler ist dann. Also es wird wieder, wie immer, Kleinigkeiten werden sein. Aber die fußballerischen Fähigkeiten vom Goalie sind auf jeden Fall wichtig und ich glaube, da hat auch der Früchtling noch ein bisschen Probleme. Ich finde, oder bist du Roman? Nur ich warte, hörst du und dann. Okay, dass du mich dann wieder kritisieren kannst. Ja, ja. Ich finde, wir haben den Penz im Tor gehabt, der Fußballer-Tormann des Jahres geworden ist und das auch zu Recht, ich glaube, das ist unbestritten. Der auch da durch den Sprung, durch die Leistung bei der Austria ins Nationalteam geschafft hat und der natürlich die Torwartposition bei der Austria auf ein anderes Level gebracht hat. Und jetzt kam Früchtl, der, ich glaube, einen Kopf größer ist als Patrick Benz und ein bisschen schlagsiger wirkt und der dann natürlich auch sich erstmal an das System gewöhnen muss und seine Hinterleute gewöhnen muss. Und ich glaube, dass ihm das jetzt seit der Rückrunde relativ gut gelingt und er sich ihm besser in der Mannschaft einlebt und auch er hat immer gute Paraden gemacht, er hat halt auch bei den Toren leider oft unglücklich gewirkt, das war glaube ich sein großes Problem, also er hat einerseits durch seine Paradenspiele gewonnen, aber andererseits halt dann auch durch seine Fehler wieder Spiele verloren, unter Anführungszeichen. Und das beste Beispiel war Sturm. Wir hätten in der ersten Halbzeit wahrscheinlich schon 5-0 hinten sein können, hätten wir den Früchtl nicht im Tor gehabt. Aber dann macht er halt diesen Ausschuss, Auswurf, was auch immer das jetzt war, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob das mit der Hand oder mit Schuss war. Ich glaube auch Schuss, ja. Und legt quasi das 2-1 auf. Also das ist, ich glaube, es war das 3-1, aber... Nein, das 3-1 war der Elfmeter von Sakharov. Ja, aber ich glaube, das war die Konsequenz, der schlechte Ausschuss, der zum Elfmeter gehört. 2-1 war der Jukic, der den... Ja, stimmt. Ja. Ja. Ich höre jetzt auch mit dir. Ja, okay. Also, kommen wir zum Experten, Roman. Also, ich muss den Stefan natürlich recht geben, er hat absolut... Nein, ich sehe die Problematik woanders. Für mich ist der Früchtl wirklich ein super Goalie und er kann meiner Meinung nach ein Weltklasse-Tormann werden. Man muss aber auch ehrlich sein, der spielt das erste Mal eine ganze Saison, war noch nie Einser-Goalie. Natürlich hat man da Schwankungen, natürlich hat man da Auf und Abs. Aber von dem, was er kann, ist der für mich, glaube ich, in der Bundesliga der beste Goalie. Aber es ist natürlich nur meine Einschätzung. Wo er natürlich ein Problem hat, da ist er noch schlechter als der Hedl, ist vom Außenspielen. Also jeder Abstoß, da denke ich immer so wie früher in die 80er Jahre, stellt sich ein Verteidiger hin, der so wegschlagen, der kann nicht rausschießen. Jeder Ball oder von 10 Bälle kommen 5 zum Gegner. Mir vor allem habe ich das oft das Gefühl, dass er das Spiel verlangsamt. Ja, der könnte schön auswerfen. Aber da sind wir...
Aber wie du sagst, das sind wir verwöhnt von Benz, weil der war ja eigentlich Vorstopper, der hat ja besser gemacht von hinten her, die waren ein Traum. Und eins muss ich sagen, mein größter Traum für das Derby war, dass der Hedl seinen Namen gerecht wird und ein Spiel abliefert, wie es sein Vater vorgemacht hat. Dann haben wir eine große Chance, dass wir es da gewinnen. Ja, da hoffe ich, dass ein Spiel abliefert, wie sein Vater zum Beispiel ein paar Essen will. Ja, okay, aber hin und wieder trägt es noch ein blindes und ein Korn, aber der war für mich der beste Kapitän aller Zeiten. So ein. Okay, das soll ich. Na, lass es mal beim Eigentlichen noch. Also, das wäre auch so. Naja, ich finde, der Fulke ist ein guter Ersatz für den Benz, erreicht er natürlich nicht, weil er wirklich unerreichbar war. Der war wirklich einer der stärksten Goalies, finde ich. Der war wirklich super. Fulke ist ein Top-Ersatz, schafft es natürlich nicht ganz. Die Rapid-Goalies sind gutes Mittelmaß aus, hervorragend oder hervorstechend und für mich nicht wirklich. Also ich glaube, auf der Torhüterposition wären wir gerade stärker. Da fängt das Navi an. Also ich bin einfach nur froh, dass der Benz weg ist. Ich hätte ihn jedes Mal beim Navi fressen können für das, was er auszahlt. Weil er fisch war? Nein, weil er Sachen rauszahlt, die er... Er ist ein sehr guter Tormann, keine Frage. Und dann hat er so deppert gegrinst. Genau, seine Grinse jedes Mal, wenn er irgendwas gegen uns rausholt, nämlich nicht hinter sich greift, sondern den Ball noch vor der Linie wegfischt. Ich hätte ihn jedes Mal fressen können dafür. Also ein richtiges Hassobjekt, aber gleichzeitig habe ich ihn sehr, sehr geschätzt. Aber ich bin froh, dass er weg ist. Ich sehe die Torhüterposition auch relativ ausgeglichen. Dieses Mal muss ich sagen, ich finde auch, dass der Hedl sich sehr gut macht und seine Schwachstelle wird er hoffentlich auch noch in den Griff kriegen. Okay, das heißt, wir waren jetzt ganz hinten bei den Torleuten. Wie schaut es denn im Sturm aus? Wird Burgstaller treffen? Ja. Okay. Also geht es 1-1 aus, weil der Tabakovic trifft natürlich auch. Also ich glaube, da haben wir seit langer Zeit jetzt wirklich tatsächlich einmal jemanden nach vorne drin, wo du sagst, okay, selbst bei Scheißpartien gegen Salzburg im Endeffekt macht das ein Tor. Er imponiert mir nach wie vor irrsinnig in seinem Alter, wie er die alle mitreißt. Man merkt, er ist endlich einmal der Chef am Platz, den wir ewig braucht haben, der den Jungen auch einmal den Arsch tritt und sich die gelbe Karte holt im Spiel, um einmal aufzurütteln, so wie jetzt gegen Wattens und so weiter. Also ein absoluter Leader und die Zahlen sprechen für ihn. Und wie gesagt, der Mann macht das ohne Unterstützung aus dem Mittelfeld. Das muss man sich mal vorstellen. Dafür muss man sagen, da muss er eine mehr erleiden. Also erstens das, zweitens zum Beispiel ein Zimmermann mit seiner Jugend, mit seiner Schnelligkeit müsste für ihn laufen, sage ich auch ganz offen. Also er kriegt kaum Bälle. Also wenn du ihn beobachtest, er holt sich, wenn er ein Tor macht, holt er sich den Ball wirklich sehr oft wirklich selbst irgendwo. Und was man halt sagen muss, bei den leichten Torschüssen tut er sich oft schwerer als bei den schwierigen. Also er macht wirklich die unmöglichen Tore und dann verhaut er wieder ein 100%er. Aber ich glaube, bei der Quote und in dem Zusammenhang darf man da jetzt nicht viel motzen. Aber ich sage, mit Mittelfeldspieler, der wirklich was kann, ist da 20 plus möglich, ja, Tore. Darf ich noch ganz kurz zum Zimmermann-Thema einhaken? Ja. Das am Spielsystem von Zocke Barisic, dass sich der Burgstaller die Bälle selbst erarbeiten muss und sie nicht vom Mittelfeld kommen. Das habe ich jetzt schon so mitbekommen. Anscheinend dürfte sie Probleme im Mittelfeld haben. Ja. Aber was du jetzt über Zimmermann gesagt hast, das überrascht mich schon, weil wenn der reinkommt, also wie gesagt, ich schaue mir jetzt die Rapid-Spiele nicht so genau an wie die Außenspiele und auf den Zusammenfassungen, da kann man das oft nicht sehen, weil da nur die Highlights gezeigt werden. Ja. Aber also, so wie du da jetzt gesprochen hast, ist der Zimmermann ja einerseits, also wie ihr alle gesprochen habt, ist der Zimmermann einerseits Leidenschaftsspieler, der weiß, was er dabei ist, aber andererseits, so wie du jetzt gesprochen hast, dürfte er auch arrogant und egoistisch sein und mehr selbst die Bälle... Nein, das habe ich jetzt wirklich nicht so gemeint. Das hätte ich jetzt dazwischen den Zeilen gelesen. Nein, Zimmermann ist ein eigenes Thema, können wir gern gleich besprechen. Ich habe ihn jetzt da mehr als Hausnummer herausgenommen, dass der Sturmpartner, der im Zweifelsfall jünger als der Burgstaller sein wird. Du wirst jetzt keinen 36-jährigen Stuhl. Vielleicht holen wir einen Pink, keine Ahnung. Dann kann die alten Leute miteinander spielen. Aber ja, da braucht es mehr Hilfe. Weil so, er hat so viel Talent, Können, Ding. Aber wenn er muss viel zu viel alleine machen, der Burgstaller nach wie vor.
Und da kann er sich einfach auch im Spiel dann auch auf andere Dinge konzentrieren, wenn er weiß, er kriegt einen Ball gespielt. Aber wie viele kriegt er denn so aufgelegt, dass er quasi nur noch abdrücken muss? Also sehr, sehr wenige. Ne? Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt auch die Erfahrung. Der Burgstaller hat diesen Anspruch, nicht mehr selber zu glänzen. Wenn der einen Ball hat, dann geht der auch sehr gerne einfach den Weg, den Ball für andere aufzulegen. Beim Zimmermann habe ich ein bisschen den Eindruck, der will es halt beweisen. Der steht unter Druck, einfach da in die Stammmannschaft rein zu wollen, und macht es dann im Zweifel vielleicht lieber selbst, als dass er einen Burgstaller auflegt, wenn es die bessere Variante wäre. Das ist so meine Beurteilung oder meine Befürchtung bei dem Ganzen. Aber ich gebe dir recht, er arbeitet zu wenig für den Burgstaller, um ihn da zu unterstützen, bestimmt. Ja. Ich glaube auch, dass es darauf ankommt, auf welche Position er spielt. Weil das er spielt auch jetzt öfter am Flügel und man weiß, dass er nicht der beste Dribbler ist, sage ich jetzt mal. Er ist eher der, der in der Box angespielt werden muss und deswegen... Das heißt 16er. 16er. Hat er bei Box gesagt. Der beste Vorleger von Burgi ist eigentlich entweder er selber oder Auer. Ich meine, Burgstaller vorne in der Spitze ist gesetzt. Ja. Sind wir uns alle einig. Aber wenn, ich glaube, sonst ist niemand gesetzt. Wen würden wir die anderen drei Offensiven um ihn herum aufstellen? Also ziehen wir mal auf der 10, würde ich sagen. Mhm. Rechts ist die Frage, man könnte eine defensivere Variante wählen, ja, mit Schick und Cassius. Dass man praktisch Schick als Absicherung für Cassius nimmt. Mhm. Auf der linken Seite, dadurch Auer höchstwahrscheinlich Linksverteidiger spielen wird, was ich eigentlich nicht so gut finde, weil ich finde eher, der gehört eine Etappe nach vorne. Glaube ich, dass Krüll spielen wird, weil im Moment ist es irgendwie so, Krüll kann spielen, was er will, er spielt. Also nach dem Spiel jetzt, letztes Wochenende, eigentlich wäre es ein Wahnsinn, wenn er spielt, wenn er nicht auch mal eine Pause kriegt, aber er hat dann seine Glanzmomente, wo du sagst, er kann auch ein Spiel mitentscheiden, aber er hat jetzt schon sehr oft halt leider Gottes auch ausgelassen. Das Problem ist auch, was ist die Alternative? Baric fühlt sich eher auf rechts wohl. Ja. Da ist dann wieder die Frage, da muss man vielleicht die ganze Systematik wieder ändern. Ja. Im Mittelfeld. Was ist mit Kai? Den halte ich eher für einen Zehner, nur bin ich noch nicht überzeugt. 10, 8, das ist aber nicht zu lügen. Also, ja. Weil die Schnelligkeit deutlich fehlt. Frankfurt, glaube ich, war es auch eher Zehner. Ja, aber das sieht man ja. Es ist Mittelfeld, ob das jetzt 8, 10, sonst was ist, da fehlt. Und ja, der Krüll ist ein eigenes Thema. Gerade beim Wartenspartie, bei der letzten Partie, ich konnte leben mit der ersten Halbzeit absolut, aber zwei Leute waren unfassbar. Der Zimmermann war nicht am Platz und der Krüll hat 45 Minuten jeden Fehlpass gemacht, den er machen konnte. Und Lachs und Wurscht und ich war richtig Hass auf den. Und dass er den dann... Und in unserer WhatsApp-Gruppe hat man es auch lesen. Ja. Stimmt. Also die hättest du beide ganz objektiv nach der 45. runternehmen müssen. Kannst aber da auch mit dazu nehmen. Deswegen ist er jetzt gespielt. Wer ist das? Kevin. Achso, ja. Also nämlich, wenn man sagt, auf die war ich angefressen. Mir ist mit dem Kerschbaum sogar nicht. Genau, nein, aber das andererseits, dann macht halt die totale geile Auflage zum 1-0. Ja. Wie beurteile ich so einen Spieler? Ja, Entschuldigung, das waren so lange am Feld, war scheiße und dann macht er den Überpass zum 1-0, der dann halt drin ist. Zum Strunz, der für den Zimmermann kam. Also mit der Zimmermann nicht so wunderbaren Leistung, glaube ich, war ich schon am richtigen Dampfer. Wir haben vorher geredet, keinem bedeutet Spieler bedeutet mehr was im Derby zu spielen. Ihm bedeutet es vielleicht zu viel, weil der war mit dem Kopf schon völlig beim Derby und deswegen habe ich das jetzt auch nicht überbewertet bei ihm. Aber vom Krüll kommt mir generell zu wenig, weil das sollte unser bester Kreativspieler sein und dabei bleibe ich. Das ist viel zu wenig vom Krüll. Da muss man sich was überlegen, wenn das so weitergeht. Okay, aber welche vier würdest du jetzt dann vorne aufstellen? Also, oder welche drei neben Burgstaller? Wir wissen, er wird jetzt keine Überfallstaktik machen, obwohl wir es machen könnten. Wir könnten mit drei Stürmern spielen, weil, wie gesagt, wahrscheinlich gewinnt das Derby über den Konter, glaube ich, weil die Austria wird spielen müssen in irgendeiner Form dann auch und da sollte man ganz relaxed bleiben und schauen, dass wir über den Flügel vielleicht ein, zwei Kontertore machen. Die Spieler dazu haben wir auf jeden Fall. Verraten zu viel. Ja, aber die Personalien hast du es immer noch verraten.
Ich würde vorn spielen mit Beinhardt, Burgstaller, Sturmspitze und dahinter Zimmermann und Strunz gemeinsam. Das hatten wir noch nicht, weil da würden sie zumindest einmal blöd schauen, wenn sie einen Spielbericht sehen. Also Schockmoment vielleicht. Nein, wird nicht passieren. Also es wird der Burgstaller spielen mit einem von den jungen Stürmern. Strunz taugt mir auch sehr, weiß ich halt noch zu wenig über ihn, aber wenn er spielt, ist eigentlich jetzt auch fast immer ein Tor. Und er hat es gewonnen gegen Wappens. Er hat quasi den wichtigen Sieg einmal überhaupt möglich gemacht. Und sonst vorne, ja, das ist so schwierig. Lass den Grün noch einmal ran. Vielleicht kann er sich wieder, gerade im Derby, vielleicht zieht er sich aus seinem Leistungstief raus. Ich weiß es nicht. Vorne sonst. Das ist vielleicht das einzige Positive, dass wir mehrere Varianten haben. Ja, na, wir haben sicher Optionen. Wenn der Großteil fit ist. Weil Kühn fehlt ja zum Beispiel auch noch. Da wäre ja auch noch eine Variante. Da weiß keiner, was mit dem ist. Das ist das große Fragezeichen. Weil Talent brauchen wir nicht reden. Da sind wir wieder bei der Fritz-Walter-Trophäe und sonst was. Aber wenn er nicht fit ist, bringt er uns irgendwann auch nichts. Gut, okay. Aufstellungstechnisch haben wir jetzt schon einiges erörtert. Und natürlich wird da der Einfluss der Trainer vorhanden sein. Aber meine Frage wäre jetzt eigentlich dann noch so langsam zum Ende hinkommend. Was erwartet ihr, erhofft ihr, beziehungsweise welchen Einfluss seht ihr vom In-Game-Coaching dann der Trainer? Weil da kann man es beim Wimmer wirklich schon beurteilen. Also wie sehr kann wirklich der jeweilige Trainer Wimmer oder Baras jetzt während dem Spiel noch eingreifen? Und was erwartet ihr da, was da noch in der Hinterhand ist dann? Ich wollte nur noch kurz sagen, weil wir jetzt so lange über Burgstaller und die Herrschaften rundherum gesprochen haben. Ich denke, Tabakovic wird beginnen draußen. Ja, okay. Mutige Aussage. Der traut sich. Ein intellektueller Profi. Er traut sich wieder was heute. Tabakovic wird beginnen und ich glaube auch, dass Fitz beginnen wird. Der ist jetzt schon mal reingekommen, er wird noch keine 90 Minuten durchspielen, aber ich glaube, dass Fitz beginnen wird und ich glaube, dass Tobi dann auf der Bank sitzen wird, was den Roman sehr freut. Und der Kugel. Der Gruber wird wahrscheinlich auch beginnen. Ja, also ich hoffe, wie gesagt, Tabakovic, Gruber. Und gleich ist die Frage, willst du den Fitz auf die Seite spielen lassen oder eher hinter den Spitzen? Also für mich ist der Fitz doch auch Zehner. Aber sonst, Polster wäre auch cool. Ich hätte sehr gerne einen Toni Doppelbacker, das wäre so geil. Ja, blöd, dass er auch noch leist. Aber, ja. Aber wenn du dem Stefan sagst, der heißt Toni, dann sagt er eh, er mag Toni. Wie heißt Stefan nicht so, der nimmt es da nicht so genau. Wie heißt der Fischer? Ja, auch. Manfred, oder? Klaus. Nee, Manfred Fischer. Ja. Manni Fischer-Schmied. Ja. Klaus Fischer. Ja, das sagt mit der Hand richtig, Stefan, dass der Tabakovic spielt. Beginnen und wer rundherum spielt, eigentlich wurscht, der wird seine Nullen und fertig. Ja. Und zum In-Game-Coaching, das was du jetzt gesagt hast, also meiner Meinung nach hat der Michael Wimmer schon bewiesen, dass er das beherrscht, dieses In-Game-Coaching, und hat auch schon viele Spiele durch das In-Game-Coaching drehen können oder in eine andere Richtung laufen lassen können. Also, wenn ich mir das. Was war das vorletzte Spiel? Nicht Sturz. Ried. Wenn ich mir das Ried-Spiel anschaue, dann mit der roten Karte, auch Ried natürlich gut gewesen für den Spielverlauf und auch ein bisschen glücklich, das gebe ich zu. Aber die Austria hat am Anfang keinen Zugriff ins Spiel gehabt. Ried war bissiger, war ein bisschen stärker und der Michi Wimmer hat dann es geschafft mit Umstellungen. Das Spiel wieder in den Griff zu bekommen. Und also ich halte sehr viel von seinem In-Game-Coaching. Also ich glaube, das beherrscht er. Ja, und Gruber ist reinkommen und hat das da gemacht. Ja, zum Beispiel. Genau. Gut, und Herr McLean, Zorgi Barasic hat es ja auch gezeigt gehabt, zuletzt glückliches Händchen da Strunz, teilweise oft Zimmermann hat schon mal 5 Joker-Tore in der Saison erzielt. Hier. Und ich glaube, insgesamt wahrscheinlich mehr Qualität, weil sie ja auch verletzungsbedingt gesagt hat, wird noch auf der Rapidbank sitzen. Also, das ist jetzt ein Überlegen, keine Bierpause. Okay. Also ich kann sagen, dass ich mich beim Zocki, seit er übernommen hat, kein einziges Mal mehr wirklich geärgert oder mich gefragt habe, was dieser Tausch jetzt soll. Das war vorher beim Didi,
War das öfter? Zwischen das, war der dazwischen war der Pferd auch noch, das stimmt, ja, aber das habe ich schon wieder fast verdrängt. Aber wenn es jetzt um dieses Thema geht, mit den Auswechslungen, finde ich, hat der Zocki schon ein ganz gutes Händchen und auch ein ganz gutes Gespür. Weitaus besser, als es der Didi beherrscht hat. Und ich muss sagen, ich finde, dass er sehr oft eine gute Wahl trifft. Manchmal ist es mir einen Tick zu spät. Aber das ist halt einfach aus dieser Ungeduld heraus, dass ich am Block stehe und einfach möchte, dass ich das jetzt gesehen wird, da muss sich jetzt was ändern oder da muss jetzt der ein oder andere raus. Ich würde es mir manchmal den Ticken früher wünschen, aber die Personalien, die er wechselt, finde ich, macht er gut. Ich hätte mal eine Frage noch. Fällt das nur mir auf, es wird kein Spieler mehr vor der 65. Minute gewechselt. Ich verstehe nicht, hin und wieder kommt in der zweiten Halbzeit der Spieler rein, aber wenn so ein Spieler grottenschlecht ist, egal ob es Austria oder Rapid, dann nehme ich nach 30 Minuten raus. Ist mir das wurscht, ob das jetzt da noch 60 Minuten geht oder nicht. Aber leider Gottes ist es immer so, vor der 65. Minuten wird keine Taktikveränderung durchgeführt. So sehe ich das. Aber vielleicht ja, aber da wäre Grüle jetzt im letzten Spiel das beste Beispiel. Der spielt 50 Minuten aus und spielt dann den Pass zum 1-0. Ja, hätte er aber auch. Hätte. Ja. Vielleicht. Ja, ich nehme nochmal das Beispiel vom letzten Spieler, weil da habe ich genau diese Ambivalenz erlebt. Einerseits Zimmermann, wie auch du richtig sagst, darf dann eigentlich in der Halbzeit nicht mehr aus der Kabine kommen. Andererseits muss er die, darf man halt auch nie vergessen, die Trainer sind Psychologen, die müssen schauen, dass eine Auswechslung quasi ja früher ist halt die Höchststrafe oder gar stell dir vor, du wirst eingewechselt und wieder ausgetauscht. Also das gibt's ja alles. Man muss natürlich, für einen Fan ist oft leicht auch mit dem und was weiß ich, aber gerade bei Schlüsselspielern oder Kreativspielern, die sind oft das Sensibelchen und die muss man auch richtig anfassen manchmal. Und ja, gerade beim Grühl hat man gesehen, warum der Zocki Trainer ist und nicht ich. Muss man auch offen zugeben, einerseits Strunz kam zu spät, hat Gott sei Dank doch noch getroffen, aber beim Grühl, der ist sicher auch ein sehr, sehr, sehr fragiler Spieler, wo er halt dann im Endeffekt recht behalten hat, dass er immer für den einen guten Moment gut sein kann. Ich finde, in Ihrem Coaching gehört halt viel mehr als Ein- und Auswechslungen. Ja. Das sind halt auch die Spielsysteme, weil die Spieler müssen ja mittlerweile verschiedene Spielsysteme beherrschen, verschiedene Taktiken beherrschen. Das ist ja nicht mehr so, wie der Dr. Bild gesagt hat, geht's raus und habt da Spaß oder keine Ahnung. Das ist ja mittlerweile ist ja alles schon total standardisiert und man kennt die Laufwege und so weiter und so fort. Und wenn der Riemer 3 zeigt, dann wissen sie wahrscheinlich, wie sie jetzt zu stehen haben und wann sie anzugreifen haben und so weiter. Also ich glaube, das In-Game-Coaching ist schon viel mehr als Wechselspieler. Definitiv stolz auf jeden Fall sein. Ja. Obwohl ich glaube, dass der im Bezug der Riemer wahrscheinlich schon flexibler ist als der Zocki. Weil der in der ersten Phase auch schon eher einer war, der aus seinem Plan geblieben ist und dann halt eher die Spiele gebracht hat dafür, als das System verändert. Interessant wäre aber auch zu wissen, wie weit ein Co-Trainer Einfluss auf die Mannschaft nehmen kann. Darf der denn zum Trainer sagen, erst nimm den raus oder verändern wir die Taktik oder etc. Oder es gibt ja auch Spielanalysten, Videoanalysten, dass die dann sagen, na, das funktioniert nicht. Dass die in Kontakt mit dem Trainer treten und sagen, okay, wir müssen was umstellen, das wäre halt interessant, aber das wirst du wahrscheinlich nie erfahren, weil das wird der Trainer nie sagen. Wird wahrscheinlich von Trainer zu Trainer auch unterschiedlich sein. Ja, und ich halte generell die Qualität eines Trainers im ersten Sinn, wie man die beurteilen kann, ist, wie schnell rückt ein Trainer von seinem Plan A ab, wenn er merkt, er funktioniert nicht. Wie kann ich ein Spiel, das nicht läuft, noch durch Veränderungen im Game-Coaching eben dann noch biegen. Und das ist das Können der ganz großen Trainer, dass die dann nicht auf ihre Idee beharren, sondern sagen, okay, Plan B, machen wir es komplett anders und dann geht es vielleicht noch. Aber das siehst du in unserer Liga, dass man komplett vielleicht einen Spielplan umschmeißt, auch sehr selten, muss man sagen. Ja, ja, Spieler dazu, dass man Plan B und Plan C hat. Absolut, ja. Aber es Plan A denkt er nicht, haben wir Pech. Gibt auch genug Star-Trainer international, die haben das Material und sind halt so Egomanen, dass sie dann ungern von ihrem Masterplan abrücken. Das ist eigentlich das, wie schnell man dann reagieren kann, zeigt für mich vor allem die Qualität. Ist ja zum Beispiel was im Feldhofer im Kopf gefallen ist. Ja. Der wollte halt mehrere Pläne und irgendwann hat gar kein Plan mehr funktioniert. Und es ist halt auch die Frage,
was bist du für ein Trainertyp? Weil ich sage jetzt mal, bei uns bei der Austria, bei Michael Wimmer, der hat einen Co-Trainer mitgenommen und hat einen Co-Trainer aber auch nur noch einen, der damals unter Manfred Schmidt gearbeitet hat. Jetzt ist halt wieder die Frage, wie viel Vertrauen hat er zu dem, was sieht der, was nimmt der an, wenn der einem Tipps gibt oder denkt er sich was anderes. Also da kommt es immer auf den Trainertyp an, ob du, nein, das bin ich nicht, ob du, das ist ein Handy hat bedeutet, ob du da mehr oder weniger Ekler. Ob du da mehr oder weniger so ein Egomane bist und dein Team durchziehen willst oder ob du quasi mehr ein Teamplayer bist, auch ein Trainerteam und deine Kurs hast. Ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, du legst dir für jedes Spiel einen Plan zurecht. Ja. Aber ich weiß zum Beispiel, du änderst das dann eh nur an Kleinigkeiten. Klar, natürlich hast du einen Plan, aber ich glaube, also ich würde mich persönlich so einschätzen, dass ich da mehr der Egoist wäre und mir denke, ich sehe das ja selber, was da passiert. Und ich würde wahrscheinlich nicht so viel auf die Co-Trainer geben, keine Ahnung. Da gibt es wahrscheinlich andere, die das mehr als Team sehen. Ja, aber da gibt es ja mittlerweile, fünf Leute, die das Match schauen. Eben. Deswegen, es wird ihm so gesagt. Ja, wie wahrscheinlich. Es schon, kannst wahrscheinlich nicht. Ob das so passt oder nicht. Ja. Gut, liebe Leute, dann sage ich schon mal vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ja, warte, wir müssen jetzt schon unsere Tipps auch. Ja, das kommt jetzt noch zum Abschluss. Okay. Prinzipiell schon mal vielen lieben Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Und zum großen Abschluss natürlich hätte ich gern von jedem seinen persönlichen Tipp fürs Derby. Bitte erst noch kurz nochmal den Namen nennen und dann euren Tipp. Und Torschützen sollte erst kein 0-0 sein. Okay. Patrick, bitte, fang du an. Mein Tipp ist, auch wenn ich grundsätzlich von einem engen Spiel ausgehe, ein 3-1. Und dass Tabakovic als Ehrentor machen darf. Also, nein, 1-3. Ja, 3-1 aus unserer Sicht. Und dass bei uns Burgstaller Zimmermann. Also, Burgstaller einen Doppelball macht. Und Zimmermann ein. Du hast mir mein Szenario weggenommen, aber ja, ich spüre auch ein 3-1 und ich glaube, das wird wirklich daran liegen, dass die Austria einfach nicht jeden Konter dann aufgrund der Importanz des Spiels auch unterbinden kann, weil sie, wenn es lang 0-0 steht, glaube ich, wird ein Sieg für uns immer wahrscheinlicher. Dann kann man dann am späten hinaus dann noch Kontertore machen. Aber ja, ich halte 3-1 für uns auch für realistisch. Ja, also ich gehe von einem 1-1 aus. Und dass die Sturm gewinnt, dann haben alle was davon. Bei uns fallen wir eh keinen anderen, außer der Tabakovic und bei der Rapidler sowieso schon bis der Burgstaller werden. Also das wäre mein Szenario. Hoffen wir auf 1-0 für uns natürlich. Also ich hoffe auf ein 6-1. Naja, sonst schafft ja der Toni keinen Triplepack. Und, ja, und, aber wir reden dann mal schon ein bisschen über dreimal. Also, glaubst du wirklich, dass der Burgi 4 Tor macht? Nein, also ich fürchte mich aber mehr von Zimmermann als von Burgstaller. Auch wenn der Burgstaller ein super Kicker ist, irgendwie, weil er immer, der Zimmermann wird so aufzuckert sein. Also ich glaube, wenn einer Rapidler Tor schießt, dann ist es der Zimmermann. Und zwei Tore der Gruber und ein Tor der Tabakovic. Das auch jetzt schon 7 Tore. Also ich habe vorher bei der Stürmerfrage nicht geantwortet. Ich glaube nicht, dass der Zimmermann beginnt. Ich glaube eher an Burgstaller und Strunz. Wünschen tue ich mir ein 2-1. Burgstaller und Strunz machen die Tore, außer der Zimmermann kommt noch rein, dann kann es durchaus sein, dass er eins macht. Ich glaube aber eher an ein 1-1. Ja. Gut, ja, mein Tipp war ja auch schon vom Dienstag 1-1. Ich sage auch, Burgstaller trifft für Rapid und nachdem es zuletzt, glaube ich, auch so war, 40 Feldmeter. Mein Tipp war 1-0, obwohl ich mir natürlich auch ein höheres Ergebnis für die Austria wünsche, aber Tom Flechel hat mich da einmal kritisiert, weil ich keine realistischen Tipps abgebe. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, er ist nicht da. Deswegen habe ich dann realistischerweise 1-0 getippt, Tabakovic, aber mein Traumergebnis wäre natürlich ein 3-0 Torschützen. Ohaska, Nabeko, was und Ogris. Mein Traum wäre natürlich auch, also ich hoffe natürlich, dass ich auch, dass ich mit meinem Tipp falsch liege, ganz klar.
Ja, meine Lieben, es war mir ein Volksfest, wieder mal mit euch einen Stammtisch zu machen und ich hoffe auf mindestens noch einen in dieser Saison. Macht's gut. Ich wünsche uns ein faires Derby, ein hitziges Derby, ein emotionales Derby, aber ich hoffe, dass wir ohne Schimpfen auskommen. Nein, nicht ohne Schimpfen, das haben wir dann die Diskussion nicht noch einmal auf. Nein, ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Stammtisch die Augen schauen können. Dann wünschen wir uns ein Bomben 4-4 und dass Sturm halt gewinnt und perfekt. Ich glaube, das nehmen wir so. Und möge die Lizenz mit uns sein. In diesem Sinne, Touché. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. An alle noch ein schönes Wochenende, ein schönes Derby und wir hören uns am Dienstag dann wieder. Ciao. Tschüss.